Den anderen Typen war, glaube ich, hier oben. Ja, ihr müssen wir die zerbieten Sachen bringen. Ah, Freund, doch ein wenig Pflege gefällig. Ich weiß, wer die Mädchen geraubt hat. Ist das wahr? Wer? Wer ist das Monster? Eine Kreatur, halb Spinne, halb Mann, die wohl mit Vorliebe Mädchenfleisch verzehrt. Ich habe das Wesen erschlagen, aber das wahre Monster war der Kaiser selbst. Der Kaiser? Er hat der Kreatur die Mädchen zuführen lassen, um sie bei Laune zu halten. Sie wurden wohl von des Kaisers eigenen Leuten entführt. Wie schrecklich. Das kann ich nicht glauben. Unmöglich. Ihr müsst euch irren. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Das Monster ist tot. So oder so. Es ist vorbei. Dann kann meine Fatma also endlich wieder spielen gehen. Ach, wird sie glücklich sein. Danke, Freund. Ja, das ergibt uns ein paar Erfahrungspunkte wenigstens. Da ist schon wieder eine neue Wache. Runenkrieger. Was gibt es sonst noch in der Stadt? Alles, was ihr wollt. Kurz gesagt, die Stadt, das hier ist die Unterstadt. Am höchsten Punkt. Danke für die... Gut, der hat nichts Neues. Dann gehen wir mal zu ihr. Da ist Borgo. Den müssen wir, glaube ich... Ja. Den Geldbeutel. Bringen, der da. Und da kann ich auch mal das Schild schmieden, dann im Bazar. Oh, die Klaue hat mal wieder Schnapp gemacht. Ihr seid zurückgekommen. Ich habe den Stab des blutenden Auges gefunden. Endlich, der Stab. Wie lange habe ich ihn gesucht? Hier, eure Belohnung. 500 Gold, okay. Ihr seid zurückgekommen. Nun, was bringt ihr mir? Den Stab hat sie schon mal. Ich habe die Robe des blutenden Auges gefunden. Wunderbar. Nehmt eure Belohnung. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. $800. Ihr seid zurückgekommen. Und die Robe trägt sie. Nun, was bringt ihr mir? Ich habe den Helm des blutenden Auges gefunden. Sehr gut. Hier habt ihr euren verdienten Lohn. Questbuch wurde aktualisiert. 300 Gold nur für den Helm, okay. Ihr seid zurückgekommen. Ich habe den Schild des blutenden Auges gefunden. Ihr habt ihn. Ihr seid wirklich der Versprochene. Nehmt dies. Ihr habt es mehr als verdient. Endlich habe ich alle 5 Gegenstände zusammen. Den Stab, den Schild, die Robe, den Helm und den Ring, den mir meine Ahnen hinterlassen haben. Nun kann ich mein Schicksal erfüllen. Das innere Heiligtum der Uhrwerkhallen wird sich für mich öffnen. Es ist Zeit für mich, das Vermächtnis der Zerbieten anzutreten. Ja, verfolgt Tumui die Uhrwerkhallen. Tumui führt etwas Seltsames im Schild. Ja, solltet ihr in die Uhrwerkhallen folgen, um herauszufinden, was sie mit den Gegenständen vorhat. Ja, Usakan wird noch nicht gegen mich antreten. Weil erst ab 48. Könnte aber trotzdem ihn mal fragen. Was gibt es? Ihr wart ausbilden.
Ihr seid schon verflixt gut. So langsam muss ich mir etwas einfallen lassen, um noch mit euch fertig zu werden. Ich muss erst nachdenken. Gut, okay. Das heißt, mit Pogo reden und ihm den Sack geben und dann dem Zirkusdirektor. Den Automat. Hey du, was starrst du mich denn so an, hm? Wenn du Ärger suchst, bist du bei Borgo genau richtig. Borgo macht das Leuten wie dir, Kleinholz. Aber Borgo muss sich jetzt erst um seine Kunden kümmern. Also sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich habe das Schutzgeld für euch eingetrieben. Was? Du? Ja, ich habe an den beiden ein Exempel statuiert. Ein Exe, was? Naja, wie auch immer. Du hast das Geld? Hier, ein Beutel voller Gold für euch. Gute Arbeit. Du wirst Borgo doch nicht das Geschäft verderben, oder? Naja, wie auch immer. Hier, nehmt euren Anteil. Niemand soll sagen, Borgo wäre nicht fair. 50 Gold erhalten. Was bei allen heulenden Sandteufeln ist jetzt los? Verdammte Zauberei! Nun, wie fühlt ihr euch in eurer neuen Form? Witzig, sehr witzig! Hinterhältiges Aas! Mach, dass es wieder aufhört! Los! Ich fürchte, ihr müsst euch daran gewöhnen. Der Koboldfluch hält so lange, wie ihr finstere Gedanken habt. Ja, toll! Wie soll Borgo jetzt seine Arbeit machen, hä? Niemand wird Borgo mehr ernst nehmen, so klein! Verflixt nochmal! Ich schätze, Borgo wird sich eine neue Arbeit suchen müssen. Neue Arbeit? Du meinst richtige Arbeit? Oh, mir wird schlecht. Verflixt und dreimal verflixt, elender Bastard-Elender. Ja, das ist putzig, muss ich sagen. Ja. Das ist echt niedlich. Ah, hereinspaziert, guter Freund. So. Ich habe diese mechanische Kreatur für euch. Tatsächlich? Was für ein kurioses Geschöpf. Was es wohl frisst? Ich glaube, er ist nur eine Puppe ohne Leben. Er scheint weder Futter noch Schlaf zu brauchen. Perfekt. Dann muss ja nicht einmal sein Käfig gereinigt werden. Jetzt lasst den Irrfit frei. Ja, natürlich. Der ist schon ganz aufgeregt. Ich denke, er spürt, dass etwas vor sich geht. Er wird bestimmt hoch zum Dryadenhain laufen, so wie ich ihn kenne. So, der läuft weg. Ah, Herr. Wir sind wieder zwei Sachen los. Auch wenn es jetzt ein bisschen spät ist eigentlich. Also wir verkaufen mal den Adamantium-Barren endlich mal, dass wir den auch los sind. Und kaufen uns mal so einen Vertrag, der immer mehr Geld abwirft, je länger wir ihn haben. Habt ihr schon gehört? Der Rabenpass wurde wieder geöffnet. Die Untoten sind vertrieben worden. Jetzt kann in den Bergen wieder Adamantinum abgebaut werden. Was natürlich bedeutet, dass der Preis erheblich gesunken ist. Ihr bekommt es jetzt viel günstiger. Der Preis für einen Adamantinum-Barren liegt im Moment bei 34 Gold. Ja, okay. Ich möchte einen Barren verkaufen. Natürlich. Hier, euer Gold. Der Preis für einen... Ja. Mehr können wir damit nicht anfangen. So, hi. Ah, ein vertrautes Gesicht. Ich möchte einen Schatzbrief kaufen. Sehr gern. Wie viel ist mein Schatzbrief?
Es ist noch kein Zins fällig geworden. Euer Schatz. Okay. Gut, wir haben jetzt einen Schatzbrief. Gucken wir mal, was wir als dort Schlüssel finden. Hier in unserer Sammlung. So, jetzt können wir einfach die Banksiegel wohl einsetzen. In diesem Stein befindet sich eine Öffnung. Ein Siegel einsetzen. Ein Klicken ertönt hinter der Wand. Ihr habt scheinbar einen Teil der Mechanik des Alarms ausgeschaltet. Ja, wenn wir das nämlich nicht machen, dann gehen vier Titanen auf uns los. Siegel einsetzen. So, Siegel einsetzen. Mal kurz das Spiel wieder speichern zwischendurch. Siegel einsetzen. Eigentlich natürlich, ich habe schon beide Teile der Mechanik ausgeschaltet. So. Questbuch wurde aktualisiert. Ja, sehe ich aber leider nichts. Nee, jetzt wurde wieder anders sortiert. Mal gucken, ob wir da bestimmtes Zeug verkaufen können. Eine Alarmglocke ist hier angebracht. Der Goldenhammer, der die Glocke schlägt, ist durch einen Riegel blockiert. Der Alarm ist ausgeschaltet. Den Hebel umlegen. Der Hammer wird durch den Riegel gehalten. Der Alarm bleibt stumm. Ja. Der goldene Hammer, der die Glocke schlägt, ist durch einen Riegel. Der Alarm ist ausgeschaltet. Der Hammer wird durch den Riegel. Und wir haben es geschafft. Oh, ein Blutband. 100 Töter, Maske der Schatten, Hirnstiefel, Steintafeln. Die müssen wir, glaube ich, in die Hände beim Tempel einsetzen. So, gut. Jarod wollen wir nicht unbedingt töten. Ich will erstmal den beiden hier oben ihre gute Nachricht bringen und mir den Schild noch schmieden. Also. Und ja, da ist Seth Dundred. Oh! Borgo wird euch nicht mehr belästigen. Wundervoll! Was habt ihr getan? Ich habe ihn verflucht. Er ist keine Gefahr mehr. Dann ist es wahr, was man sich erzählt? Er ist nun ein Winzling? Ja. Ihn wird so schnell keiner mehr ernst nehmen. Jetzt muss er sich anständige Arbeit suchen. Ihr habt weise gehandelt. Ich möchte euch dies geben als Anerkennung. Lebt wohl. Ja, 100 Gold. Und der andere kann uns auch nichts mehr sagen. Dafür ist jetzt aber die Quest abgeschlossen schon mal. Gut, und in der nächsten Folge schmieden wir dann den Helm, den Schild. Und reden mit Seth.
Und dann gucken wir weiter. So, also erstmal speichern über unser Backup. Und da gibt es einen Cut. Also, bis gleich.